Und dann hier mal auf die Karte geschaut. Ja, der direkte Weg zum, ja, zum Tor ist noch nicht frei. Ich gehe jetzt mal hier runter und dann muss ich ja auch nochmal in das Walters-Mausoleum. Das ist ja jetzt die Aufgabe im Rahmen der Queste Sicherer Hafen, glaube ich. Schleicht mal, hier ist noch einer. Hier tapst noch was ganz gewaltig. Hallo? Wo bist denn du? Ach, der ist alleine, komm. Attacke. Ach, der hat hier... Ach, hier kommen noch mehr. Auweia. Palegina, gehst du wohl in den Nahkampf? Itumak, komm mal hier dazu. Die habe ich alle gar nicht gesehen. Duranz. Strahlender Glanz. Gleich. So, Arik hat Wunden. Nicht so knapp. Attacke. Eder, geh mal dahinter. Greif dir die mal. Die da. Oder die da? Den da. Arik, der hier muss ganz, ganz schnell fallen. Sehr gut. Dann rennst du mal bitte dahin, Arik. Ach, Alot, geh mal aus dem Weg. Arkaner Angriff. Arik dahin, schnell, die Wunden sind doch gleich weg. Treten. Bumm, treten. Und, ach, die Wunden sind weg, toll. Ihr alle da angreifen. Sagani muss sich ihre Haut wehren und er wehren. Alot hilft ein bisschen. Und alle auf den letzten. Ey, der holt ja den Lümmel mal. Ach, der ist schon weg. Gut. Ich finde zweimal Gefäßfleisch, einmal Gefäßknochen. Die Helden gehen hier rein. Ich höre noch jemanden tapsen, deswegen wird geschlichen. Hier vorne gibt es nochmal Gefäßfleisch und Arik schaut sich ein bisschen um. Da ist nochmal so eine Schatzkammer mit ein bisschen Kupfer, zweimal Peridot und einem Kriegsbogen. Hier ist eine Lupe, da heißt es, dieses Mausoleum wurde fest versiegelt. Und hier oben komme ich auf einen Weg, an dem ich schon mal war. Okay, also kann ich hier abkürzen. Und die Katze kommt hinterher. Alle Helden hier hin. Hier runter, hier tapst noch jemand. Attacke. Wumm und weg. Attacke. Der wird in Bröckchen zerlegt. Hier gibt es einmal Gefäßfleisch, einmal Gefäßknochen. Da gibt es einmal Blutmoos. Arik, schleich mal. Ist hier in dieser Nische irgendwas? Kannst du dahinter laufen? Kannst du gar nicht. Doch, ein Stück geht's. Mehr ist hier nicht. Und hier unten bin ich wieder am Eingang. Hier war ich schon mal. Jawohl. Karte. So, also jetzt ist der Weg eigentlich frei. Aber ich gehe erstmal da zum Mausoleum. Jetzt war das Mausoleum sogar offen. Geht zum Mausoleum der Familie Walters in Erbhügel. Rette Seda aus dem Mausoleum der Familie Walters. Da ist Seda. Hallo Seda. Ein kleines Mädchen kauert im hinteren Teil des Grabs. Ihr Gesicht ist dreckverschmiert und selbst in den Schatten siehst du, dass sie viel zu dünn ist. Sie beobachtet dich mit angehaltenem Atem. Es ist alles gut, du bist in Sicherheit. Sie kommt langsam in den Schein der Kerzen. Ihre Kleider sind nur noch schmutzige Fetzen, aber der zerrissene und fleckige Stoff sieht aus wie bestickte Seide. Du musst leise sein. Lärm lockt die hungrigen Leute an. Madiko, wie konnte sie hier überleben? Fragt Palegina. Ich heiße Seda. Versteckst du dich auch vor ihnen? Sie beobachtet den Eingang mit weit geöffneten, vorsichtigen Augen. Wer sind die hungrigen Leute?
Sie flüstert und ihre Augen sind rund vor Schrecken. Die da draußen. Sie schlafen nicht und sterben nicht, aber sie essen. Sag mir, was mit ihr geschehen ist. Sie blickt abwesend in die Ferne, ihre Beine fangen an zu zittern. Entschlossenheit 14. Sei stark. Denk daran, wie alles angefangen hat. Sie atmet tief ein und starrt auf den Steinboden. Es gab einen gewaltigen Lärm und ein Licht am Himmel. Jeder dachte, es wäre ein Gewitter, aber dann fingen die Leute an aufzuwachen. Nachdem sie gestorben waren, meine ich. Sie, Seda wringt ihre zerfetzten Ärmel. Mutter und Vater und Emilio haben die Tür zugenagelt, aber die hungrigen Leute haben unser Haus gefunden. Sie fingert immer nervöser an ihren Kleidern herum. Sie haben gekämpft, aber die hungrigen Leute standen immer wieder auf. Sie brachen durch die Tür durch und Mutter sagte, ich solle mich verstecken. Also habe ich mich hier versteckt, aber die Tür klemmte und ich wusste nicht, wann es draußen wieder sicher ist. Wo ist deine Familie? Im Haus. Mutter hat gesagt, ich solle mich verstecken und niemanden einlassen. Dann habe ich viel Lärm gehört. Sie haben gekämpft und geschrien und... Sedas Augen werden glasig. Und dann sagte Mutter, ich solle die Tür wieder öffnen. Aber sie klang nicht wie sie. Du bist Seda? Ich habe in einem Haus einige Darghuls gesehen. Die Augen des Mädchens weiten sich. Du hast Mutter und Vater gesehen? Und Emilio? Wie bist du entkommen? Ja. Ehrlich, ich habe sie getötet, ich hatte keine Wahl. Sie spielt an ihrem Daumennagel herum und beobachtet dich. Sie nickt langsam. Du musst hier weg. Ist es sicher? Sind die hungrigen Leute da draußen? Es ist immer noch gefährlich, aber der Weg zum Haupttor sollte frei sein. Lauf. Ich lasse mich nicht fangen, versprochen. Aufgabe abgeschlossen, sicherer Hafen. Es gab ein bisschen Erfahrungspunkte. Sonst nichts, was gibt's denn hier? Arik, schleich mal, sicherheitshalber. Ich hab's doch gewusst. Pack gleich mal die Falle ein. Eine Sonnenlanzenfalle, ui. Ich finde eine schillernde Skarabäus-Figur. Diese Atra-Figur ist geformt wie ein kleiner Käfer. Sein bunter Panzer reflektiert das Licht auf seltsame Art und Weise. Wenn man ihn hin und her wendet, ändert sich seine Farbe. Damit kann ich einmal pro Ruhephase einen Atra-Käfer beschwören. Das ist viel wert. Arik, nimm das mal ins Inventar. Das muss ich gleich mal verteilen. Und zwar so, dass die Falle hier zu Durans geht. Habe ich nicht auch diese Handschuhe aus dem Haus von Ikanta? Wo sind die denn gelandet? Da! Die wird sich Eder nämlich mal anziehen. Dann kann Eder ein bisschen Ausdauer heilen. Auf sich selbst oder auf sonst wen, wenn es notwendig sein sollte. Ja, und diese Spinnen... Nein, diese Skarabäus-Figur, die nimmt... Ja, wer nimmt denn die? Eder kann einen Animaten beschwören. Palegina kann Schatten beschwören. Alot wäre noch frei. Durans wäre frei. Sagani kann Waldkäfer beschwören. Durans... Ja, Durans, du nimmst was in die Hand. Nämlich diese schillernde Skarabäus-Figur. Sicher ist sicher. Da kann ich für Ablenkung sorgen, wenn es mal ganz haarig wird. So, weiter geht's. Arik, du alleine. Da ist eine Lupe. Und da heißt es. An die Kerzen geschmiegt liegt der Kleinkram eines behelfsmäßigen Familiendenkmals. Valianische Luske, eine kleine Radierung einer Frau in prächtigem Gewand und eine türkisfarbene Halskette. Da heißt es. Diese Schatzkammern sind versiegelt und voller Spinnweben, aber hier kann ich zugreifen. Viel Gold. Und hier nochmal. Ein bisschen Kupfer und hier gibt's weitere Grabsteine. Na dann. Max Christiansen. To all my fellow adventurers that made the pledge, I salute you. Aha. Nico, the chosen one, calls thee. It is better to be lost together than be alone any place. Nico, the chosen one, calls thee. James Houston, he feared his fate too much. Twinkie and Zinger, to two amazing feline companions. May they be immortalized in remembrance. Umbra Lupus der 15. A man of few words,
Wynn, the only thing worse than dying is never having truly lived. Aha. Cloyne Churchfire, I'm above average. Das behauptet jeder. Piff de Mestre, he should have known that you must never try to fry a fish with a fireball when you have drunk too much vodka. Oh, ist das ja doof. Corp Box, nothing more than a footnote in today's history books. He is believed to be one of many who helped create today's society. Christian Sechse, enjoy the game, Ludde. Ja, ich bin nicht Ludde, aber ich tue es trotzdem. Arslan Aldarovic Gelaev oder so. There should probably be something meaningful and profound here. But all I can say is good luck, have fun and love each other. Roy Ong. In the end, only three things matter. How much I loved my sweet wife Jane and my lovely daughter Belle. How gently I lived and how gracefully I let go of things not meant for me. Roy. C.S. Benjamin. You find the last known copy of Dreamtime, the Gilgarem, which vanished with the author when the ship carrying its first print run disappeared on the Amazon River. But do you dare to read it? Das ist mir zu hoch. Nee, mach ich nicht. Edric the Mighty. Please bury me with my stuff. Aha. David Guffey der Dritte. I hope you see this someday, David. I love you and wanted you to be in game, as games are a big part of your dad's life. Hopefully we can play this together. I love you. Schön. Hier bin ich durch. Genauso schön. Alle Helden hören auf zu schleichen und verlassen dieses Mausoleum. So. Jetzt kann ich ja nochmal zu Ikanta gehen und auch diese Gärtner rausschicken, glaube ich. Mach das mal bitte. Das wird Ikanta gar nicht gefallen. Das ist ja ihr Nahrungsvorrat. Aber so weit geht die Liebe zu Untoten nicht. Kann ich sie denn auf ihre Gefangenen ansprechen? Ich habe im Hinterzimmer eine Gruppe von Leuten gesehen. Sie gluckst. Ich hoffe, du hast sie nicht gestört. Sie einzufangen ist recht mühsam. Okay. Ja. Ich will ja noch was von Ikanta. Deswegen ist es besser, dass ich die erst dann rausschicke, wenn ich alles von Ikanta habe, was ich brauche. Im Moment sind die nicht in Gefahr, glaube ich. So, Karte. Es geht jetzt weiter hier an dieser Stelle. Alle Helden schleichen. Hier um die Ecke. Eine breite Straße ist hier. Und da wächst was an der Mauer. Was ist das? Blutmoos. Ja, genau. Einmal Blutmoos. Da hinten ist die begehbare Karte zu Ende. Ja. Dann also hier lang. Erstmal einmal rum, bevor es nach unten geht. Vielleicht ist hier hinten ja noch irgendwas. Da ist noch eine Kiste. Wer sagt's denn? Ich finde darin eine Arbalest. Dann bitte dahin. Hört mal auf zu schleichen, das bringt gerade nicht viel. Oh, doch, es bringt sehr wohl was. Attacke. Oder erstmal runtergehen. Weil gerade stehen die ganzen Fernkämpfer vorne, das ist ungünstig. Oh, ist das ein großes Grüppchen. Arik, hörst du wohl auf zu schleichen? Palegina, hörst du wohl auf zu schleichen? Ach, ihr seid doch echt Trolle. Durans, geh mal dahin. Ach, die zaubern. Durans, strahlender Glanz. Jetzt bitte. Durans! Danke. Und bitte mal ein scheinendes Leuchtfeuer da auf diese ganze Bande oben drauf. Ihr helft hier. Alot, Arcana-Angriff.
Wumm. Palegina, Hand auflegen bei Alot. Itomak ist platt. Und irgendeiner... Der Gegner auch. Ein Skelettzauberer tötet einen Ghoul. Aha. Friendly Fire. Sagani schießt dort. Arik, wo bist denn du? Ach, du bist irgendwo da hinten. Lauf mal nach vorne. Und zerleg mal diesen Ghoul hier. Weg. Attacke, das Leuchtfeuer hilft ganz gewaltig. Angriff. Ach, der ging in die Hose. Aber die Anzahl der Gegner ist jetzt stark minimiert. Duranz hat's nicht überlebt. So, ihr Fernkämpfer, helft bitte mal Arik, dann geht's am schnellsten. Attacke. Meine Güte, ist dieser Dargul resistent hier. Attacke. Attacke. Ach, jetzt ist Arik gelähmt für... Ach, der ist gleich wieder fit. Hand auflegen. Da sind zwei Dargule gestorben. Durch Alot und durch Arik. Alle auf den letzten. Der ist auch schon fast weg. Wo ist er denn? Da. Da ist er. Arik. Genau, da. Und nochmal. Ach nee, zu spät. Ja, Duranz, rappel dich auf. Alles halb so wild. Ich finde 2 Stäbe, 5 Gefäßfleisch und 4 Gefäßknochen. Also die Loots von diesen Gruppen sind echt doof. Schleicht mal wieder. Hier unten gab es irgendein Kistchen. Darin finde ich 2 Stellgärzähne und ein weiteres Mal Rastvorräte, die ich ein weiteres Mal nicht brauche. Da ist ein Skelettzauberer. Attacke. Der war noch übrig geblieben von der Gruppe gerade eben. Ich finde einen Stab und 2-mal Gefäßknochen. Und die Helden schleichen wieder. Hört nicht auf zu schleichen. Hier ist ein Gewässer. Da ist eine vergrabene Truhe, nein, ein Fass. Mit 3 Flaschen Öl und 1-mal Seil und Enterhaken. Hier ist der Turm aus der Vision im Vödika-Tempel. Und da hinten ist etwas. Aha. Nämlich eine Schriftrolle der geringen Wiederherstellung von Ausdauer. So etwas habe ich schon irgendwo bei... Was? Das ist geringe Wiederherstellung von Ausdauer. Und dann habe ich hier leichte Wiederherstellung von Ausdauer und mittlere. Ach, das ist nochmal eine andere Stufe. Na dann belegt es halt einen weiteren Inventarplatz bei Sagani. So, einmal rundherum. Hier ist nichts mehr, glaube ich. Karte. Ich bin jetzt in Erbhügel überall gewesen, bis auf den Turm. Da geht's jetzt rein. In der Vödika-Tempel-Vision hat Arik ja den Mechanismus gesehen, mit dem man diese Tür öffnen kann. Das ginge sonst nämlich gar nicht. Die gewaltige Steintür des Turms ist versiegelt und es scheint keine Möglichkeit zu geben, sie zu öffnen. Ja, ja, genau. Aber ich habe ja diese Worte gelernt, die man sprechen muss aus der Vision. Die Worte sprechen, die du von dem Akolyten des bleiernen Schlüssels gelernt hast. Du hörst einen verborgenen Mechanismus rattern und klacken und die Tür öffnet sich. Und da sind die Helden drin im Turm, der da heißt Turm. Turm Stufe 1. Schleichen, hier könnten Fallen sein. Und hier könnten Gegner sein. Attacke. Ach. Das sind größtenteils Ghule, das ist nicht so schlimm. Attacke auf den da. Duranz. Dorthin. Strahlender Glanz. Arik. Arkaner Angriff. Da mitten rein. Sagani schießt. Ja. Arik tritt. Wo bist denn du, Arik? An vorderster Front. Da, wo ich dich haben möchte. Tritt mal hier. Geht das? Jawohl, der Ghoul ist Geschichte.
Dann tob dich bitte an denen da aus. Sagani, ich glaube, du musst auf den da hinten schießen. Der nervt. Durans hilft dir. Alot, noch einmal arkaner Angriff auf die da. Bumm, da ist der da hinten schon weg. Attacke auf den. Arik hat Wunden. Die Helden da mitten aufgeräumt. Ihr helft mal bitte. Wumm. Alle auf den letzten Dargul. Rums. So, ihr Untoten. So nicht. Ach, hier brummt's. Der Turm ist in Betrieb. Ein Stab, 5-mal Gefäßfleisch, 1-mal Gefäßknochen. Mehr gibt's hier nicht zu plündern. Arik, schleich mal alleine. Hier gibt's eine Tischplatte. Und ich finde mehrere Dokumente. Zum einen eine zerknitterte Seite aus Althelms Tagebuch. 7. Tag. Eine Woche des Studiums und wir sind bei diesem Gerät noch keinen Schritt weitergekommen. Trindich bleibt optimistisch. Ich weiß nicht, was ich ohne seine Motivation machen sollte. Und Trindichs Brief. Liebste Mutter und Vater, es wird euch sicher freuen zu hören, dass ich seit meiner Ankunft in der Stadt schon viel gelernt habe. In der Nähe gibt es viele unglaubliche Ruinen und Meister Greg hat mir erlaubt, ihn bei einigen seiner Expeditionen zu begleiten. Ich schreibe euch aus dem Inneren eines uralten engvitanischen Turms. Um den Turm herum wurde ein ganzes Viertel gebaut, aber den Turm haben die Einheimischen größtenteils unberührt gelassen. Sie haben uns gestattet, hier unser vorübergehendes Wohnquartier einzurichten, damit wir unsere Arbeit ungestört fortsetzen können. Dieser Ort kann manchmal beunruhigend sein, Meister Greg aber ist fortwährend guten Mutes. Außerdem erinnert er mich immer schnell daran, dass uns die Dinge, die wir von diesem Turm lernen, eines Tages bei einer Heilung für Weitwens Vermächtnis helfen könnten. Ich ruhe mich jetzt besser ein wenig aus. Herr Greg fängt gern früh am Tag an. In Liebe, Trindich. Ach, wie süß. Tja, Trindich, ich glaube, du lebst nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich dich ja schon vermöbelt. Hier sind bunte Fläschchen in Regalen, aber das nutzt mir alles nichts. Hier ist ein Räumchen. Ach Gott, die nächsten Gegner. Oh, schon wieder so ein Riesenbett. Schaut euch das mal an. Hier steht Arik daneben. Der passt Arik ja liegenderweise 2-mal hintereinander in das Bett. Meine Güte, mega Betten. Da heißt es, als du auf die alte, kratzige Bettdecke klopfst, wird jede Menge Staub aufgewirbelt. Dieses Bett hat schon wochenlang niemand mehr benutzt. Naja, aber nach wenigen Wochen ist ein Bett nicht so verstaubt, meiner Ansicht nach. Hier gibt es Gold. Schön. Ach ja, diese Skelette, die nerven. Ach, ihr da unten, schleicht mal zu Arik rein. Die Skelette müssen weg, so viel steht fest. Ach. Der entdeckt. Völlig wurscht, Attacke. Duranz nach vorn. Alot, Arcana, Angriff. Duranz, strahlender Glanz. Wo bist denn du, Duranz? Da bist du. Alot, Arcana, Angriff. Rums, da hat's die Skelette zerlegt. War das Duranz? Das war Duranz. Aus der Ferne. Schön. Macht sie weg, das sind nur Skelette. Arik kommt gar nicht ran. Arik, nimm dir den zur Brust. Bumm. Und den. Bumm. Ach, den letzten dann halt. Ja, da fauchst du, wa? Ich frag mich, wie ein Skelett eigentlich fauchen kann. Wie sollte das gehen? 2-mal Mordaxt, 1-mal Säbel, 1 Stab, 1 Stilett und 4 Gefäßknochen. Und da hinten nochmal einen Stab und einen Gefäßknochen. Arik schleicht und späht und schaut sich um und entdeckt etwas, nämlich Trümmer, darunter Kupfer. Schön.
Hier geht's rauf. Da ist der nächste Gegner. Hör auf zu schleichen. Alle sammeln sich mal hier. Und dann Attacke. Ah, Duran steht günstig für den heiligen, nein, strahlenden Glanz. So, wer ist denn das da hinten? Itumak. Itumak geht weg, damit Duranz auch weggehen kann. So, Attacke. Alot, dein Einsatz. Bumm. Alot. Rums. Und nochmal bitte. Ach, die sterben ja wie die Fliegen. Flop. Stellt euch mal auf. Die Betten hier sind nicht ganz so lang wie das andere. Das ist echt ein komisches Riesenbett da hinten in der Ecke. Arek plündert. Einen Kriegsbogen, einen Stab, zwei Gefäßknochen. Schleich mal. Ich finde einen Trank der Macht. Ein bisschen Kupfer. Der beherzte Dieb, eine dürrweltlerische Farce, Teil 2. Das kommt ins Versteck und ich habe noch eine weitere Seite aus Althelms Tagebuch gefunden. Zweiter Tag. Wir haben die Verbesserung der Maschine abgeschlossen, dank Trindichs jugendlicher Gewandtheit. Zur Ermittlung ihres Verwendungszwecks sind weitere Untersuchungen erforderlich. Ja, genau. Trindich mal wieder. Hier gibt's nichts mehr zu entdecken. Da heißt es aber: Innerhalb des seltsamen Gerätes schimmern und pulsieren Essenzen, und da heißt es: Die Matratze ist knotig und riecht nach altem Heu, aber wer auch immer zuletzt hier schlief, hatte es sich gemütlich gemacht. Och, wie süß. Karte. Ja, das war's schon. Alle Helden sammeln sich an der Treppe. Da hinten. Schleichen und rauf. Und hier oben gibt es einen Gegner, der hier rumläuft. Ein Dargul. Hier ist es ein bisschen härter. Tja, Itumak, schleich mal dahin. Es müssen mal die Nahkämpfer nach vorn. Also, Edea, Paligina und Arek in die Mitte. So. So ist das viel besser. Sagani, siehst du dich in der Lage zu schießen? Auf den da geht das irgendwie. Ohne durch den halben Raum zu müssen. Ach, egal. Zurück, geht das auch? Na, das geht jetzt wieder nicht. Paligina, mach Platz. Paligina, ach, was egal, was rede ich denn hier? Arek dahin. Eder dort dazu. Duranz. Also Sagani mal dahin. Duranz nach vorne. Arkaner Angriff. Und strahlender Glanz. Denen wird einer auf den Pelz gebrannt hier, dieser Bande. Alle außer Alot. Also, ja, die Fernkämpfer halt. Attacke. Bumm. Wiedergänger weg. Und noch irgendeiner weg, egal. Hier. Bumm, weg. Auf den da. Die Fernkämpfer machen den platt. Und jetzt auf den da, die Fernkämpfer. Und alle auf den Dargul. Der ist am härtesten. Plopp. Weg. Dreimal Gefäßfleisch, so einfach geht das. Schleich mal Arek. Oh, hier ist ein Buchregal und da hast du was entdeckt. Aber erstmal hier ein bisschen Kupfer und das Buch Admet Hatred Teil 2 Rebellion. Und hier gibt es eine Schriftrolle der leichten Wiederherstellung von Ausdauer. Die kommt dahin. Und eine Schriftrolle des Schutzes, die kommt dahin.